So, Leute, da geht's weiter. Nächste Runde, dritter Akt, Slay the Spire mit unserem ziemlich mächtigen Deck, dem Eisernen. Stehe hier da mit fast vollem Leben und folgenden Relikten, die hier gut zusammenspielen. Der Murmelsack, erste Runde, macht Gegner verwundbar. Wenn ich dann gleich meinen Wirbelwind auf die Hand kriege, fallen die meisten gleich tot um. Kombiniert mit dem Mutagenkraft, die mir gleich 3 Stärke gibt, und den Schwefel, der mir 2 Stärke gibt, kann das richtig reinfetzen gleich in der ersten Runde. Unterstützt durch die Tasche der Vorbereitung, die mir mehr Karten verleiht. Nehme ich eigentlich schon auf. Ja. Mehr Karten verleiht, das heißt höhere Chance auf die Karten, die ich brauche, auf die Hand. Plus, ich kann auch am Anfang ziemlich aggressiv spielen, weil Anker gibt mir in der ersten Runde Block und die Hornklappe in der zweiten Runde. Unser Max-TP ist ziemlich angeschwollen durch die Birne und die Erdbeere. Und wenn wir viel angreifen, dann kriegen wir auch automatisch Block durch den dekorativen Fächer und ein Mana zurück durch den Nunchuck. Genau, zuletzt haben wir uns das Astrolabium genommen, das uns 3 läppische Schläge umgewandelt hat in Sprungtritt. Sehr cool. Ekstase, unsere zweite. Jetzt haben wir 2 verbesserte Ekstasen im Deck. Und eine verbesserte Aufrüstenkarte, die uns nicht nur Block verleiht, sondern auch die anderen Karten auf der Hand aufrüstet, verbessert. Als Special-Karte haben wir uns den Doppeltreffer genommen, als Boss-Belohnung, dass der nächste Angriff 2-mal ausgespielt wird. Und ja, ziemlich viel Stärke haben wir hier drin, mit Schwäche erkennen und, wo haben wir es hier, entflammen. Und wir haben auch eine Möglichkeit, unseren Schwefel zu kontern, hier oben. Weil wir kriegen immer 2 Stärke pro Runde, die Gegner immer 1. Und um diese Stärke wieder wegzunehmen, haben wir einmal entwaffnen, 2-mal entwaffnen, 3-mal entwaffnen in der Hand. Also können insgesamt 7 Stärke im Moment dem Gegner wegnehmen. Wenn wir es mit Aufrüsten noch verbessern, ist es sogar bis 9 Stärke, die wir dem Gegner wegnehmen können. Genau, falls uns mal Leben fehlt... Unser glühendes Blut regeneriert natürlich immer ein bisschen und den Schnitter haben wir auch noch in der Hand. Gut, dann gucken wir mal. Dritter Akt, das Jenseits. Und falls wir doch mal tot umfallen, haben wir die Feenflasche im Beutel, die uns wiederbelebt, falls wir sterben sollten. Also, ich weiß jetzt nicht, woran es scheitern sollte. Können wir auch auf die Elite hier ein bisschen gehen, also hier so durch. Hier, 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 da ist ein Händler, hier... Ja. So machen wir das. So machen wir das. Da, 27. Dann fällt der Tod um, ne? Das war eigentlich gut. Machen wir mal auf den hinteren, weil den vorderen kann ich mit Doppeltreffer niedermachen. Was kriegen wir denn da? Ein Entwaffnen. Machen wir mal den Doppeltreffer und den Kinnhaken. Jawohl. Und dann... Genau, Entflammen nehmen wir noch mit. Und den in der Mitte entwaffnen wir. Weil der blockt jetzt und wird wahrscheinlich am längsten noch da stehen bleiben. Dann hat der auch gleich ein bisschen Stärke verloren. Der vordere wird sich wahrscheinlich wiederbeleben. Allerdings ist ja dieses Ding, die werden wiederbelebt, aber mit 50% TP. So, jetzt können wir... Dann fällt der hintere tot um. Genau, so machen wir das. So. Und die hier können wir blocken. Warte mal, wenn der 50% mehr angreift, dann sind es ja 15 Schaden. Jawohl. Und wir haben aber Berserker dann online. Wuhu.
Ja, komm. Süß. So, noch mehr Stärke. Gimme. Gimme, Tommy Baby. Wir können aufrüsten. Wir können schnittern. Fallen sie aber nicht tot um, ne? Nee. Dann verteidigen wir lieber und spielen die Barrikade. Genau. So. Okay, wenn der wiederbelebt wird, fängt er bei der Stärke wieder bei 0 an. So, was haben wir denn hier Feines? Wir haben die Geisterrüstung. Dann haben wir es so ziemlich geblockt. 18, 19, 29. Naja, nicht ganz. Ich kann aber das hier machen. Dann haben wir hier 28. Jetzt haben wir es geblockt. Können wir nochmal doppeln. Haben wir schon 40 Stärke. Theoretisch, Leute, mir kommt da gerade eine Idee. Die werden immer mit 0 Stärke wiederbelebt. Ah, das gesehen? Ich habe doch gerade den Arm der Gier gespielt. Ich habe kein Geld bekommen. Das Spiel ist schlau. Ich wollte jetzt ewig Geld rausziehen, aber geht nicht. Schade. Noch eine Aufrüstung? Nee, oder? Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf, sechs, sieben, acht. Noch eine Aufrüstung? Wie viele Karten in meinem Deck sind denn noch nicht verbessert? Das sind schon einige. Ja, komm, nimm mal eine dritte Aufrüstung mit. Für den Block und die Aufrüstung. So, zwei Stacheldutzen hier. Müssen wir obachten. Müssen wir obachten. Wir können sie aber... rausnehmen. Aber das wird doch jetzt sauber wehtun, oder? Kein Explosionsdutes hier. Er wird sich mehr Stacheln verleihen. Das ist geblockt. Ich brauch's kein Block spielen. Ich kann die Barrikade spielen. Ich überlege gerade wegen Wirbelwind, ne? Wenn ich das jetzt spiele und die sind verwundbar, das heißt, die fallen um. Ich mache 60 Schaden. Dann kriege ich aber auch jedes Mal beim Erleiden von Angriffsschaden 3 Schaden zurück. Das wären ja dann 12, 24 Schaden. 14 gehen durch. Und wenn ich es nicht mache, kriege ich vielleicht auch Schaden reingedrückt. 14 gehen durch. Und wird wieder geheilt, okay. War mir jetzt doch lieber. Nehmen wir nix. Und wir gehen hier durch, genau. Hier durch. Noch besser. Können wir die Elite mitnehmen. Dann noch einen Lagerfeuer. Hauptsache kämpfen. Genau. So, hello, Knäuelmasse. Barrikade kann ich mir schon mal nehmen. Und, hätte ich vorher aufrüsten können. Schade. Hätte ich vorher aufrüsten können. Tadala, er wird eins stärker, 25. Dann können wir setzen. 18, okay. Wir können ihn entwaffnen. Wir können uns berserkern. Dann greift er aber mehr an. Nee, verwundbar sind wir eh schon. Okay, das ist gut. Barrikade ist auch online. Das heißt, den können wir auch spielen.
Und dann sparen wir, das ist eigentlich ganz cool, die Anker und die Hornklappe hat ja Block zu Beginn. Und wenn wir am Anfang die Barrikade ziehen können, können wir hier schon was mitnehmen praktisch. Hier können wir uns die Stärke mitnehmen. Block. Das hier, der Block. Wunderbar. Puff, puff, puff. Okay. Geht noch, geht noch, geht noch. Die Stärke wird langsam ein bisschen kriminell. Wir müssen ihn unbedingt angreifen. Hiermit. Jawohl. Können ihn hier angreifen. Wie viel macht er jetzt? 24, okay. Nochmal. Dann greift er vielleicht für weniger an. Machen wir auch. 16. Ah, okay, passt. Wir hegen ein bisschen Zweifel. Werden schwach, sind wir aber eh. Oh, 51. Wir können jetzt. 30. Wenn er verwundbar ist und auch noch die Ekstase, fällt er dann tot um? Also die brauchen wir auf jeden Fall. 42. Dann sind es 21. 63. Ne, tot umfallen tut er leider nicht. 51 Schaden, Mann. Aua! Durchdrehen bringt mir auch nichts, ne? Dann habe ich 5 Mana, dann kann ich das alles spielen. Aber schwach wird er dann zumindest und dann kann ich die Panzerrüstung noch nehmen. Ja. Ah, jetzt habe ich das Mana wieder. Dann habe ich 4 Mana, dann habe ich 3 Mana. Bringt mir nichts. 64 reicht nicht. Ah! Aber er greift. Okay, tschüss. Mach dein Parasit. Weg mit dir. Uiuiui. Bluttrank. Heile. Ist gut. Und noch eine Entflamme. Mehr Stärke. Jetzt haben wir 2 Flüche im Deck. Ist ja doof. Wirbelwind bitte. Natürlich nicht. Wir können erstmal aufrüsten. Yes. Reicht nicht ganz. Gut, ist der weg? Dann kann ich den Berserker noch ziehen. Macht der jetzt? Negativen Effekt auf mich. Ja, ja. Panzerrüstung. Heilung. Heilung. Und Heilung. Scheiß mich mit Benom-Karten voll. Mann, Mann, Mann. Okay. Greift wieder nur einer an. Das ist nice. Dann können wir hier vielleicht ein bisschen toben. Zimmer 20. Dann fallen die Rechten nicht um. Aber der Linke fällt um. Das ist gut. Das ist gut. Dann können wir die vielleicht noch hier gierig rausnehmen. So. 14. Zwei. Ah, Dankeschön. Puff und Geld. Und wir kriegen.
Oh Mann. Aber ich meine, ich habe genügend Stärke. Die Ekstase macht's, nicht die Dämonenform. Die Ekstase macht's. Nicht die Dämonenform. Ich nehme lieber die Blockkarte. Die aufgebesserte auch noch. Ist unser Deck ziemlich voll? 34 Karten? So, wir können gleich mal gierig hier was rausziehen. Machen wir auch. So. Und dann können wir noch... Warte mal, geblockt wird der E. Dann hat der auch 30 Schaden kassiert. Gut. Ach, weil der Stacheln hat. Wieder der Stacheldude. Mir gerade, hä, warum, wo ist mein Block hin? So, dann können wir aufrüsten. Wir werden ein bisschen ekstatisch. Ah, hätte ich andersrum spielen. Verdammte Axt. Das müssen wir spielen und das müssen wir spielen. Ah, hätte jetzt schon mehr sein können. Andersrum spielen. Uff. So, und dann... Das? Ich mache ihn nicht schwach. Au, das tut jetzt weh. Aber ich mache trotzdem die beiden Dinge raus. Okay. Kassieren den Schaden. Weder Arm der Gier noch Schnitter kommen jetzt. Dann nehmen wir ihn raus, nehmen die 6 Heilung mit. Schnelligkeitstrank, ziehe 3 Karten. Noch eine Blockkarte. Elite. Der Nemesis. Alle 2 Runden wird er immateriell. Wir werden erstmal ekstasisch. Jawohl. Greifen ihn an. Oh, Arm der Gier ist da. Wir könnten ihn aber jetzt auch hier... Oder machen wir den Schaden. 61 Schaden schon. Nice. Mal gut reingeprügelt. Wir kassieren jetzt auch ein bisschen. So, dann macht er 3x8. Bessern die Karten, Geisterrüstung. Dann können wir den Berserker auch spielen. Weil das blocken wir jetzt alles. Bum bum. Hehe. Dafür ist jetzt mein Berserker online. 17 Stärke schon. Oho. Und tschüss. Immer wenn du eine Macht ausspielst, kostet eine zufällige Handkarte. Habe ich so viele Mächte? Entflammen ist eine Macht. Berserker ist eine Macht. Und nochmal Entflammen. Ja. Eine nächste Karte wird doppelt gespielt. Finde ich besser... Erschöpfe eine Handkarte, dann kann ich mein Deck während dem Kampf ein bisschen schmälern.
Also ein bisschen kleiner machen. Und auch meine Flüche oder so mal rausnehmen. Auf der anderen Seite will ich die doch beim Händler rausnehmen. Alle anderen Karten sind irgendwie gut. Ne, nehme ich nicht mit. Zum Händler und unbedingt jetzt eine Karte nochmal raus. Sag mal hier, jede Angriffskarte, okay. Erste mal hier. Du wirst schwach oder der Parasit? Ich mach die Schwäche raus. Gut. Sag mal hier, erholen, Machtkarte. Dö. Immer wenn du in einem einzigen Zug 5 Karten fügen alle Gegner. Nee. Nochmal Doppeltreffer. Kommt denn noch ein Händler hier drüben? Kommt kein Händler mehr. Da unten wären zwei gewesen. Ja. Erhalte zu Beginn jedes Kampfes Panzerrüstung. Wähle Karten. Nein, ich brauche eigentlich weniger Karten. Noch ein schweres Schwert. Na. Okay. So, müssen wir was Besonderes verbessern. Das schwere Schwert. Da unten ist eigentlich schon ganz schön viel verbessert. Die Barrikade, dass sie nicht so teuer ist. Na, ich brauche ja den Schlüssel auch noch. Ja, einen Schlüssel mit an der Stelle. So, wir kriegen jetzt wieder, oder ignoriere ich's? Wegen dem Fluch. Da könnte halt auch echt ein Kackfluch drin sein und wir kommen an keinen Händler mehr. Da kommt nochmal ein Lagerfeuer, nochmal ein Lagerfeuer, okay. Elite, komm, gimme. Ja, Riesenkopf. So, wir rüsten uns erstmal sauber auf. Machen ihn extra verwundbar. Für zusätzliche Runden. Oder machen wir das? 64 Schaden schon mal. Ne, ich gehe über die nächsten Runden. Und ziehe die Geisterrüstung, damit ich die Karte nicht verliere. So, 4 Runden verwundbar, ist ja schön. Stärke dazu. Oh, cool, ich kann das hier spielen. Und ihn entwaffnen. Und ich kann Arm der Gier doppelt spielen. Bum, bum. Jawoll. Nadel und Faden ist cool. Einfach 4 Panzerrüstung von vornherein. Müsste ich nur die Barrikade auch noch kriegen. So, was kriegen wir denn hier? Wir kriegen Aufrüstung und die Geisterrüstung. Wir kriegen Entflammen und die Ekstase. Jawohl, und können ihn sauber angreifen plus Heilung. Jawohl, voll geheilt, sehr schön. Und alles auch voll geblockt. Cool. So, 15. Den Schaden nehmen wir auf jeden Fall mit. Wir kriegen aber... Mach mal so. Und so. Erst die Blockkarte, die kleine. Und dann den Schaden hier. 133. Oh. Und kriegen 2 Schaden rein. Weil er nämlich auch noch schwach ist, der Gutste. So. Wieder ein bisschen Stärke dazu. Ah, noch eine Ekstase. Wir könnten... Ja, aber leider können wir jetzt hier nichts machen. Karten nachziehen wäre es jetzt gewesen. Deine nächste Karte wird doppelt gespielt. Okay, Entflammen. Ekstase. 50 Stärke. Ja, okay, haben wir eigentlich ganz gut geblockt noch.
So, 60. Wir können ihn entwaffnen. Machen wir entwaffnen. Stärke entziehen. Können wir dann alles spielen, ja. So, so und so. Oh, das tut jetzt weh. Aua. Okay. Naja, gut. Hat schon ein bisschen wehgetan. Immer wenn du das erste Mal TP verlierst, ziehe Karten, füge allen Gegnern Schaden zu und wir kriegen Erschöpfung. Erschöpfung ist gut. Ne? Ihr wisst, einmal den Vorteil genießen und dann weg damit. Er wieder! Den Blockhammer parat. Wir können ihn schwach und verwundbar machen. Dann können wir die Geisterrüstung ziehen. Aber ich glaube, so lange dauert der Kampf gar nicht. Gut, den Schaden gemacht. So, und dann kriegen wir den Kinnhaken. 3×10. Okay, und jetzt macht er irgendwas. Dann können wir den Berserker noch spielen. Den spielen wir jetzt nicht. Nicht, dass er irgendein dämlichen Angriff jetzt machen. Bisschen was heilen konnte man. Noch einen Parasiten. Zwei Parasiten im Deck. Er ist noch verwundbar. Oh, die Ekstase. Ja, schade. Ah, Block reicht. Er ist dann immer noch verwundbar. Tja. Nimm ich ihn raus. Eine verbesserte Durchdrehenkarte. Den nehmen wir mit. Nimm ich dann die hier. Ne, die wird nicht billiger. Die macht zwei Angriffe. Die hier bringt halt so viel mehr. Mache ich die durchdrehen hoch. So, bei denen wäre jetzt Wirbelwind so gut. Jetzt. So, so, so. So. Und entwaffnen. Nehmen wir den hier. Den hier. Der hat ein Leben mehr. Will sich puffen. Nix gibt's. So. So, die Verwundbarkeit ist jetzt weg. Ich rüste mich erstmal auf. So, genau. Ich kann eine Ekstase spielen. Brauche ich die? 34 brauche ich. 54. Gut, das reicht. Um den hier rauszunehmen. Genau. Oh. Die Barrikade ist ja auch schon online, ne? Habe ich den Block aus dem Anfang. Vom Anfang. Sichern können. Voll gut. So. Der nächste Angriff bitte doppelt spielen. Buff. Buff.
und entflammen. Und ich nehm's gelassen. Durchdrehen muss ich jetzt nicht. Ich bleib einfach. Ich nehm's ja gelassen. Ich dreh jetzt nicht durch. Kommt denn noch was Gieriges? Ja, kommt noch. Oh, ich kann mich ein bisschen heilen. Das lasse ich mal. Falls es einen Zug länger dauert. Hätte jetzt auch schon 13 Stärke der Gunste. Da kommt er. 44, das reicht. Puff. Money, money. Eine verbesserte Schockwelle. Na mit. Boah, das wird so ein Riesendeck, Mann. So viele Karten. Aber alle gut. So. Er will nicht angreifen. Ich muss das hier machen. Ich nehm's erstmal gelassen. Vielleicht kommt ja noch... Ah, da schaut her. Kann ich ihn eins schwächer machen. Ah, Barrikade wäre jetzt auch gut gewesen. Gleich zu Beginn. Macht er mich gebrechlich und Dingens. 24. So, ich kann ihn nochmal entwaffnen. Okay. Will er irgendeinen Buff einsetzen? Ich. Okay. Bringt kaum nichts. Die Stärke von ihm ist noch ziemlich niedrig. Es geht auf Stärke 1. Okay, okay, okay. Ich rüste auf. Moment. Den Schaden muss ich mitnehmen, der ist einfach zu wertvoll. Kassiere dafür 13. Krieg aber Karten auf die Hand. So, jetzt setzt er wieder irgendeinen Buff. Er macht sich wieder stärker. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. So, Sprungtritt ist kostenlos. Und Schnitter für die Heilung. Zack. Sehr schön. Stahlessenz brauche ich nicht. War ja nicht. So, und dann können wir noch was schmieden. Wir sind nämlich volle Pulle, sind wir. Der Kinnhaken macht schwach. Schlägt ordentlich rein. Macht auch extra verwundbar. Nehmen wir mal mit. Gut, gut, gut. Und dann gehen wir zum Erweckten. Gut, dass wir nicht so viele Mächte haben. Er will angreifen. Ist noch verwundbar. Mal gleich mal hier. Warte mal. Doppelt spielen. So, so, genau, genau, genau. Dann können wir das nämlich so machen. Alle verwundbar und schwach machen. So, nice. Okay. Und dann durchdrehen. Wirbel. Schwäche erkennen. Wirbel. Jawohl. Die sind schon mal weg. Das brauchen wir nicht. Ah ja, und die Panzerrüstung haben wir ja auch noch durch unseren Nadel und Faden. Perfekt, gelaufen.
hätte es mit dem Dingens gar nicht machen müssen. Die Barrikade ziehen wir. Und entflammen ziehen wir. Und dann ist die auch umsonst. Uff. Er ist zwar jetzt ein bisschen gebufft worden, aber wird er ja doch Schwefel eh. Die Ekstase ziehen wir. Er ist eh noch, also so lange wird er eh nicht mehr überleben. Schätze ich mal. Das sparen wir uns jetzt, wegen der Stärke. So. Kriegen wir jetzt ein bisschen Schaden rein. Oh, zwei entbuffenden Karten, sehr cool. Können wir ihn ein bisschen rausnehmen. Wieder eine Ekstase. Hoho. Verdopple deine Stärke. Uff. Oder machen wir den Block? Ne, wir machen den Block. Und das hier nehmen wir auch noch mit für eine Runde, dass er doppelt, also dass er für mehr angreift, aber wir dann das Mana haben. Die Energie, die notwendig ist, um seine zweite Form auch noch stabil runterzukriegen. So, jetzt rüsten wir uns erstmal auf. Nehmen ihn hier raus. Genau. Nehmen das hier und kann man leider nicht spielen. Den Block sparen wir uns. 54 Stärke haben wir jetzt schon. Er hat die Stärke mitgenommen, der Hundling. Das bringt uns... Wir können alles spielen, ne? 2, 3, 4, 5, genau. Okay. Fast komplett geblockt. Sein dunkles Echo. Der Schnitter ist schon verbraucht, ne? Ja. So, dann können wir uns komplett aufrüsten. 304 Schaden machen. 456. Auch süß. Ja! Sehr solide. Hat geklappt. Ich habe auch meine Tränke nicht gebraucht. Babum, babum, babum. Du ziehst deine Klinge. Batz, batz. Macht ordentlich Schaden. War ich früher schon mal hier zur Tür gehen. Wir haben den richtigen Schlüssel. Alle drei Teile parat. Ordentlich Relikte gesammelt hier oben. Das allermeiste passt auch wirklich gut. So, dann sind wir am Ende angelangt. Wir können nochmal was buffen. Ich mach jetzt die hier hoch. Oder mach ich die hier hoch? Das ist halt dann der Finisher, ne? Das ist der Finisher. Barrikade billiger machen? Tja, alles irgendwie gut. Mehr Runden. Es bringt mir aber nichts, wenn er irgendein Artefakt hat und dann 3 oder 5 Runden negiert werden, ist doof. Ich mache lieber ein schweres Schwert schon mal stark. Haben wir das auf jeden Fall im Deck? 188 Geld. Aha. Oh, wenn deine TP unter oder genau 15, erhalte 3 Stärke. Sollen wir hier? Schaden. Angriffskarte. Das bringt mehr. 25. 101. Reicht. Können wir uns alles leisten. Das bringt nicht so viel. Das bringt mehr. 3 Stärke, wenn ich unter 50% Leben bin.
und noch eine Karte entfernen. Eine der beiden Parasiten tun wir raus. Wir verlieren zwar dadurch 3 Max-TP, aber... So, ziemlich effektiv genutzt, unser Geld. Und dann gehe ich jetzt zu den beiden Wächtern hier. Wie heißen die eigentlich? Spire Speer und Spire Schild. Okay. Ist in Ordnung. So, die Verwundbarkeit hat gleich rausgenommen die Artefakte von den beiden. Wir haben 10 Block parat. Beide greifen gleich an. Ich schiel halt auf die Barrikade. Eine Karte wird jetzt kostenlos. Toben wird kostenlos. Aha, okay. Und dann... 3 Stärke wegnehmen oder Stärke bekommen. Ich möchte lieber Stärke wegnehmen. Genau. Und toben tue ich noch ein bisschen. Warte mal. Der rechte greift jetzt gar nicht mehr so hart an. Ne? Von hinten werde ich um wie viel? 50% mehr. Ja, so rum ist besser. So rum ist besser. Pieks, pieks. Sodala, dann müssen wir nach rechts gucken. Erst einmal machen wir die beiden schwach und verwundbar. So. Dann holen wir uns eine Angriffskarte. Die 0 kostet und schauen nach rechts. Dann greift der 3x6, 18. Dann machen wir das. Die Barrikade ist ja da, ne? Genau. Will ich den Schaden schon nehmen? Der Schaden ist halt noch nicht so viel. 34. Lieber vielleicht so. Und so. Dann sparen wir uns auch ein bisschen Block. Für die nächste Runde. Genau, haben alles geblockt. Und jetzt wird's langsam kriminell. So, wir müssen auf jeden Fall nach links gucken. Nunchuck wird jetzt nicht ausgelöst. Das Entflammen nehme ich nicht. Ich nehme... Ja, ihn hier. So. Easy. Und alles geblockt auch. Ja klar. 2x3. Ist schon mal weg. So, jetzt macht der, was macht denn der? Ein Buff? Ja, dann buff dich halt. Ja, erstmal ein bisschen Ekstase. Und dann drehen wir ein bisschen durch. Und dann... Tschüss. Verhindere deinen ersten TP-Verlust. Noch eine Schnitter. Na. Okay. 93 von 94 Leben. Game over. Verhinderungsflasche. Heilungsflasche. Reliktbatzen voll. Starkes Deck. Nur ein Fluch. Let's go. Geisterrüstung. Damit ich sie nicht verliere. Ich mache ihn schwach und verwundbar.
Genau. Ja. Ja. Ich glaube, sein erster Angriff ist ein großer. Kann das sein? Nee, ist er nicht. So, ich kann Sprung treten. Ihn entwaffnen. Blocken. Blocken. 2x12, 24. Kriege ich nicht ganz geblockt. TP-Verhinderung ist jetzt leider nicht so viel. Ja, das hätten wir jetzt komplett blocken müssen. 61! Was ist denn los mit dir? Erstmal alles aufrüsten. Dann ihn schwach machen. Ach, er ist schon schwach. Nimm mal lieber die Stärke mit. Ja, toll. Das bringt mir jetzt nichts. 46 Schaden kriegen wir jetzt. 43 und dann trinken wir den Trank. Puff. So. Jawohl. So, er will nicht angreifen. Wir spielen die Ekstase. Machen ihn schwach und verwundbar. Und beenden den Zug. Sind jetzt schon bei 22. Jetzt kriegt er Artefakte drauf. Aber die Schwäche und Verwundbarkeit ist schon drauf. So, wir können jetzt nicht viel machen. Wir können nur aufrüsten und ordentlich toben. Es tut weh. Au! So, Ekstase. Und das hier? Ah. Er wird mich jetzt umbringen. 34, dann kommt die Feenflasche. Jawohl. So, jetzt macht er mal nix. Ich kann mich heilen. Den Berserker kann ich auf jeden Fall ziehen. Dann ist die Entflammung auch kostenlos. Zieh ich mal erst den hier. Kann ihn hier machen. Und hier machen. Ah, komplett geheilt. Sehr schön. Schnitter hat gut Schaden gemacht. 60 Stärke jetzt schon. 52. 35. Ich kann mich aufrüsten. Warte mal, schwach und verwundbar ist er ja eh. Dann sind die beiden mehr Schaden. Jawohl. 35 überlebe ich. Was macht er jetzt? ...84 Schaden. ...78... Nein! Oh Gott! Ein Zug! Eine andere Karte jetzt gebraucht! Wo waren meine schweren Schläge? Wo waren meine schweren Schläge?
Irgendeine Angriffskarte hätte es jetzt gebraucht. Er hatte noch 100 Leben und ich über 60 Stärke. Ah, schade. Naja, Niederlage. Unfassbar. Echt. So starkes Deck. Was haben wir denn freigeschalten? Verwüstung. Spiele die oberste Karte des Nachziehstapels, erschöpfe sie. Erhalte 5 Block, wird diese Karte erschöpft, kriege Energie. Und exhumieren ist gut. Wähle eine erschöpfte Karte und nimm sie zurück auf die Hand. Und selbst ist sie dann erschöpft. Dann hätten wir so Karten wie... Durchdrehen mehrmals spielen können. Schnitter mehrmals spielen können. Ah, schade. Das ist jetzt gerade... Feels Batman. Ja. So fühlt sich das gerade an. Ja. Leider. Ziemlich stark sich angefühlt. Sehr stark. Sehr gut durchgekommen. Weitestgehend problemlos. Sehr kontrolliert. Und im wahrsten Sinne des Wortes stark. Aber leider dann am Herzen gescheitert. Keine Ahnung, ob ich was hätte anders spielen können. Im allerletzten Zug hat halt die Angriffskarte gefehlt. Vielleicht war mein Deck auch zu voll. Viele Karten im Deck machen dein Deck auch unvorhersehbar, ne? Was kommt, ist halt dann mehr dem Zufall. Aber gut, trotzdem eine coole Runde, hat Spaß gemacht auch. Ziemlich stark, wie gesagt, vor allem auch mit den Relikten dazu. Und ja, in der nächsten Runde gehen wir mit der Stillen wieder in den Turm. Wenn ihr wollt, wieder zusammen, ja? Like, Abo und oder Kommentar. Und wenn ihr wollt, dann im nächsten Video wieder. Bis dann!